Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum KSP-Tutorial. In der letzten Mission haben wir das Rendezvous und die Orbitalrettung gemacht und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Das ist übrigens das Symbol, nach dem ich immer Ausschau halte. Das ist diese Kerbin Worlds First Record Keeping Society, also quasi unsere Karrieremission. Und unsere nächste Mission hat was mit dem Moon zu tun und zwar umkreise den Moon und kehre aus der Umlaufbahn von Moon nach Kerbin zurück. Das werden wir mal annehmen. Das heißt, jetzt steht der Orbit an für den Moon. Und den Orbit des Moons werden wir mit einem Haufen Wissenschaft verbinden. Und guckt immer mal, wenn ihr solche Sachen seht, Entkoppler, bla bla bla, auf dem Startplatz testen. Heißer Tipp von mir, nehmt die einfach mit. Ich zeige euch gleich, wie man die erledigt. Auf dem Startplatz testen ist das Dankbarste, was euch passieren kann. Und bevor wir zum Moon fliegen, zeige ich euch jetzt eine kleine Sache, das hatte ich am Anfang schon mal gespoilert, wie man im Verwaltungsgebäude gewisse Strategien anschaltet. Strategien sind Dinge, mit denen könnt ihr ein bisschen was daran verändern, was ihr wofür bekommt. Das heißt zum Beispiel mit einer Spendenkampagne könnt ihr eure Reputation gegen Geld tauschen. Mit einer Patentlizenzierung könnt ihr eure Wissenschaftspunkte gegen andere Dinge tauschen, wie zum Beispiel Geld. Und dann gibt es eben die festen Programme. Und was ich immer sehr gerne mache, ist am Anfang zu gucken, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Reputation oder einen Teil der Reputation, Entschuldigung, ich mache genau das Falsche. Ich mache es genau falsch rum. Sekunde. Sofortiger. Wo bin ich? Moment. Moment, Moment, Moment. Das sind die Dollar. Ich will genau das andere. Ich möchte eigentlich Geld tauschen. Ach, genau das gibt es nicht. Also, was ich jetzt eigentlich vorhatte, war zu sagen, ich gebe einen Teil meiner Reputation ab, um dafür mehr Geld zu bekommen. Aber es funktioniert nur andersrum. Warum funktioniert das nur andersrum? Ha. Also, was ihr hier tun könnt, wenn ihr Programme einrichtet, um euch das mal zu zeigen, dann können wir ja das hier machen. Dann ist das wenigstens in Ordnung. Also, was wir dann machen statt Geld ist, wir geben jetzt eine initiale Einrichtungskosten in Stück unserer Reputation aus. Und was wir dann machen, ist hier jetzt ein Engagement von im Moment maximal 25%. Das bedeutet, dass wir 25% unserer Reputationsgewinne, die wir bekommen, die geben wir weg und bekommen dafür einen Wissenschaftspunkt für 2,4 Punkte Reputation, die wir bekommen hätten. Und damit mehr Zeug. Ich wollte das eigentlich mit Geld machen, aber funktioniert ganz offensichtlich nicht. Aber Wissenschaft ist da auch wichtiger, weil Reputation kommt jetzt eigentlich ganz gut rein mittlerweile. Und dann nehmen wir doch lieber die Forschungspunkte ein bisschen mehr. Und ihr könnt je nach Level, ich kann im Moment nur eine aktivieren, bis zu drei dieser Strategien aktiv haben. Da gibt es auch noch Mods für mit viel interessanteren Sachen und ich glaube, ich habe gerade das mit dem Mod verwechselt, wo man auch Geld bekommen kann. Ja. Geld bekommen kann. So, wir trollen uns jetzt Richtung Moon Orbit. Dafür werden wir unsere Rakete, die wir schon gebaut haben, noch ein bisschen modifizieren, denke ich mal, denn das war soweit ganz gut. Also bis hierhin super, auch das Triebwerk war super. Das hier werden wir uns jetzt sparen, diese Doppelbastelei. Und natürlich brauchen wir auch nicht diese Passagierkabine. Wir werden nämlich alleine fliegen. Mit nur einem Kerbel. Und damit sparen wir uns auch die Fallschirme, was einfach unheimlich viel an Gewicht spart und auch an Bauteilen. So, ich hänge hier mal kurz ran, damit ich sie gleich nicht vergesse. So, wir werden jetzt einen ganz normalen 400er-Tank drunter packen, ohne irgendwelchen anderen Firlefanz. Und damit haben wir dann auch schon wieder ganz gut insgesamt Delta V zusammen, nämlich 5800. Das sollte eigentlich locker flockig reichen. Und jetzt kommt noch ein bisschen der Wissenschaftspart. Denn wir wollen ja nicht nur zum Moon fliegen, sondern wir wollen am Moon ja auch noch ein bisschen was erledigen.
Und heute, diese Mission werde ich jetzt sehr stark auf Wissenschaft ausrichten und euch ein bisschen zeigen, wie man da auch relativ viel Kohle, sage ich schon, wie man relativ viel Wissenschaft rausholen kann. Man kann das über so ein Ding wieder bauen. Ihr könnt die Sachen aber auch einfach außen ran kleben. Das ist jetzt so ein bisschen persönlicher Geschmack. Ich mache das eher so aus, ich sag mal, Optikgründen, weil ich das halt so mag. Das ist kein Muss. Also wie gesagt, ihr spart euch ein Bauteil, wenn ihr es nicht so tut. Von daher Geschmackssache, wirklich Geschmackssache. Ich packe jetzt hier ein Thermometer rein und ich packe jetzt hier ein Prismat-Barometer rein. Und ihr seht, ich habe jetzt noch zwei Bauteile frei. Das kann man sich jetzt überlegen, was man daraus macht. Ich werde... Ah, was machen wir in dem Flug? Nehme ich zwei Mystery Goose mit oder nur eins? Könnte natürlich mit einem Wissenschaftler fliegen, aber das wird der völlige Horror. Das wird der völlige Horror. Ne, wir fliegen nicht mit einem Wissenschaftler. Und ich werde, glaube ich, aber auch nur ein Mystery Goo mitnehmen und dafür lieber noch ein Labor. Labor könnt ihr immer einfach inline schön mit reinklicken. Das passt ganz gut. Und dann zum Schluss nicht vergessen, wenn ihr das schon habt, dann könnt ihr auch die Batterie nach innen verlagern. So, dann sind wir exakt bei 30 Bauteilen und haben insgesamt 5520 Delta V. Um euch das mal grob zusammenzurechnen, damit ihr eine Ahnung habt, auf was für Zahlen ihr kommen müsst. Und wenn ihr euch fragt, wo hört ihr denn diese Zahlen her? Das gibt sogenannte Delta V Maps. Auch da packe ich euch mal einen Link jetzt in die Videobeschreibung rein. Ansonsten einfach bei Google nach KSP Delta V Map suchen. Um in den Orbit von Kerbin zu kommen, wenn ihr das vernünftig fliegt, dann braucht ihr so ungefähr 3400 Delta V. Um dann in Richtung des Mann zu kommen, rechnet mal gerundet mit genug Puffer nochmal so ungefähr 900 obendrauf. Und dann nochmal in den Orbit einschwenken sind ungefähr 300 Delta V. Das heißt, wenn ich das alles mal zusammenrechne, sind wir bei gut und gerne 4,5, 4,8, 4,9 plus nochmal 300 fürs Zurück. Und da sind sehr große Pufferwerte schon mit eingerechnet. So, ist also alles soweit gut. Wir haben jetzt hier 30 Tonnen. Die Dinger schaffen 25 Tonnen Schub. Wenn ich davon die Hälfte nehmen würde, wäre es zu wenig. Aber wir können mal so auf 80% runter, weil das Teil hat ein bisschen zu heftig die Rakete nach oben gehämmert im ersten Anflug. Das heißt, ich gehe jetzt, habe Rechtsklick gemacht und die Schubbegrenzung auf 80% gedreht. Ansonsten lasse ich die Rakete relativ gleich und wir gucken einmal, dass unser Lieblingspilot Jebediah drin ist. Oder ihr könnt Valentina nehmen oder in unserem Fall jetzt auch Mattress. Aber guckt auf jeden Fall, dass ihr einen Piloten nehmt. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht mehr die Orbitalrettung, sondern das ist der Moon Orbiter. Und der Moon Orbiter wird auf jeden Fall ein großes Wissenschaftswunder vollbringen, wird uns nämlich ganz, ganz viele Wissenschaftsdaten nach Hause bringen. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Erster Schritt ist natürlich immer mal auf die Startrampe rauszugehen. Ich weiß, harter Spoiler, aber ha, wer hätte das gedacht? So, also Start, wie auch beim letzten Mal, wie auch beim Moon-Vorbeiflug, erstmal ein ganz normaler Start in einen Kerbin-Orbit, um aus dem Park-Orbit heraus dann Richtung Moon zu starten. Das heißt, wir fliegen erstmal los. Ihr seht, Schub ist gut genug mit den 80%. Wir kommen ganz gut klar soweit und wird sich dann auch entsprechend noch nach oben hin entwickeln. Wir haben jetzt eine ganz leichte Neigung, 99 Grad, die gebe ich ihm jetzt schon mal. Driften aber schon wieder ganz leicht nach unten ab, aber es geht schon. Genau, dadurch brennen jetzt die Booster natürlich auch ein bisschen länger, wenn wir ihnen weniger Schub geben. Das ist aber auch gar nicht so schlecht. Dann tragen sie uns noch ein bisschen höher. Dafür sind wir nicht ganz so schnell, das heißt nicht ganz so viel Luftwiderstand insgesamt. Das heißt einfach, unsere Verlustleistung ist ein bisschen reduziert von dem, was der Luftwiderstand uns wieder nimmt, weil wir insgesamt ein bisschen höher kommen in der Atmosphäre. Idee ist es jetzt, heute den Orbit um den Moon nicht am Äquator zu ziehen. Warum nicht am Äquator? Das werde ich euch dann vor Ort erklären. Da geht es nämlich darum, dass wir mit unserer Wissenschaft ja die EVA haben. Das hatte ich euch ja in der letzten Folge erklärt, dass die biomempfindlich ist. Das heißt, wir können pro Biom eine neue EVA-Report speichern. Und
Es gibt einen kleinen Trick, wie wir dafür sorgen können, eigentlich die meisten Biome des Moons ohne großen Treibstoffaufwand besorgen zu können, besuchen zu können und dann davon einen EVA-Report besorgen zu können. Und das ist ein sogenannter Polarorbit, da sich der Moon unter uns durchdreht. Das zeige ich und erkläre ich euch aber auch gleich, wenn wir am Moon sind. So, wir sind jetzt wieder in diesem ganz klassischen 45 Grad. Ich glaube, ich kann sogar noch ein bisschen flacher gehen, weil wir ganz gut unterwegs sind und brennen jetzt unseren Treibstoff erstmal auf Geschwindigkeit und Höhe raus. Wir haben ein bisschen Strompuffer dadurch, dass wir eine Batterie mitgenommen haben und wir haben total vergessen, den Decoupler auf dem Landepad zu testen. Ach, wie ich doch immer an die Nebenaufträge denke, ganz hervorragend. Wir sammeln die alle und machen dann mal eine Nebenauftrags-Supermission, auf der wir alles tun, was wir in dieser Richtung uns angehäuft haben. So. Auf dem Weg zum Moon empfiehlt es sich jetzt wieder ein bisschen höheren Parkorbit zu haben. 80, 90, 100 Kilometer, nichts davon ist falsch. Ab 80 Kilometer seid ihr eigentlich ganz safe, dass ihr beim Burn in Richtung Moon nicht in die Atmosphäre eintaucht. So, ich gehe ein bisschen höher, denn je unsauberer ihr am Anfang fliegt, umso mehr Puffer hilft euch letzten Endes. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz gemütlich auf die 90 Kilometer hoch und da mache ich dann aus. Wir haben jetzt noch einen ganz kleinen Schwung Treibstoff in dieser Stufe drin. Dann gehen wir auch schon auf die nächste. Und ihr seht, wir haben dann noch ungefähr 2000 Meter pro Sekunde im Tank. Wobei wir ungefähr 1600 Meter pro Sekunde für Hin- und Rückflug brauchen werden. Ungefähr. So. Wir coasten jetzt mal ganz gemütlich aus der Atmosphäre raus. Wenn die Musik kommt, ihr müsst sie jetzt auch hören, dann könnt ihr einmal kurz den Zeitraffer rausnehmen und könnt in den großen Zeitraffer reingehen. Und an der Apoapsis gehen wir wieder Prograde und geben Vollgas. So, wenn die Kiste ausgebrannt ist, was jetzt gleich der Fall ist, gehen wir natürlich rüber auf unsere kleine Stage. Ich mache mal das Licht an, dass man sie ein bisschen besser sehen kann und werden den Orbit zirkularisieren und suchen uns dann den Weg zum Moon raus, sobald wir im Parkorbit angekommen sind. Warum der Parkorbit? Einfach, um euch den Stress zu nehmen, da irgendwie jetzt schnell reagieren zu müssen. Und wenn ihr euch nicht anguckt, wie hoch die Periapsis ist, ist immer der Moment, wo die Dinger flippen, ist der Moment, wo sie ungefähr auf gleicher Höhe sind. Und voilà, haben wir einen 95 zu 90 Kilometer grob zirkularen Parkorbit. Wir klicken uns den Moon als Ziel wieder rein. Im Prinzip entspricht jetzt vieles von dem, was wir tun, einfach dem, was wir beim Moon Flyby gemacht haben. Wir gucken uns auch wieder Manöver aus, auch wieder so ungefähr ein Viertel der Umlaufbahn ihm Vorlauf geben und dann machen wir erstmal ein Rendezvous. Macht das jetzt noch nicht zu perfekt oder zu dolle, das ist so Geschmackssache, wie es jetzt im Moment passiert, weil wir unterwegs korrigieren werden, weil es da dann treibstoffeffizienter ist. Das heißt, wir haben jetzt einfach erstmal einen Flug zum Moon und unser Auftrag sagt, wir müssen einen Orbit einfach schaffen, also ohne weitere Hinweise auf eine Höhe oder sowas. Das heißt, wir können den Orbit beliebig gestalten und das machen wir dann mit einer Kurskorrektur. Das ist auch gar nicht lange hin, 3 Minuten 20 noch bis zu unserem Manöver. Ihr seht es, 834. Jetzt versteht ihr, warum ich sage, 900 Meter pro Sekunde sind mit relativ gutem Puffer gerechnet. Da habt ihr dann noch viel Platz normalerweise, um Fehler zu machen. Und wir gehen jetzt mal mit dem Zeitraffer ran. Und auch hier gilt wieder, wenn ihr 50 Sekunden Burn habt, dann guckt, dass ihr da nicht erst bei der Null anfangt zu burnen, sondern nehmt so ungefähr um diese Zeit herum. Also wenn wir jetzt 50 Sekunden Burn haben, geht bei minus 20 Sekunden in den Burn rein. Hinten raus bekommt ihr mehr Schub. Das heißt, nicht ganz mittig halbieren, sondern vor der Zeit immer ein bisschen kleiner machen und dann Vollgas Richtung Moon. Und dann verteilt ihr das Manöver ganz gut. Die Abweichungen sind nicht so riesig, weil die gesamte Kalkulation sich einfach darauf beruft, dass ihr das alles auf einmal wegbrennt. Das ist einfach nicht der Fall. So, ich habe es jetzt angeschmissen. Mit Z könnt ihr, wie gesagt, immer Vollschub geben. Und dann lasst ihr das Manöver runterbrennen. Wenn ihr kontrollieren wollt, wie es funktioniert, geht ihr einfach in den Manöverscreen. Ihr könnt den Manöverscreen immer steuern und ihr könnt mit X und Z auch Schub aus- und anmachen. Ihr könnt mit Shift und Steuerung den Schub hoch und runter drehen. Was ihr nicht könnt, ganz wichtig, im Manöverscreen ist, ihr könnt nicht stagen. Das heißt,
wenn ihr noch zu stagen habt, geht nicht in Manöver-Screen, sag ich schon, in den Map-Screen. Entschuldigt bitte. In der Karte könnt ihr nicht stagen. Nur damit ihr das mal wisst, falls ihr irgendwie versucht zu stagen, das ist völlig normal, dass das nicht geht. Das soll so. Das ist kein Fehler im Programm oder sowas. Das soll so, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, wenn ihr stagen müsst, müsst ihr raus aus der Karte. So, wenn wir das grob geschafft haben, manövermäßig, machen wir einfach aus. Und jetzt fliegen wir schon mal zum Moon. Das ist prinzipiell schon mal eine super Sache. Was wir jetzt machen, ist unterwegs eine Mid-Course-Correction einplanen. Nämlich ungefähr in der Mitte. Das könnt ihr machen, wo ihr wollt. Den lassen wir jetzt erstmal drin. Was wir jetzt machen, wir setzen unsere Ansicht auf den Moon, damit wir die Auswirkungen sehen. Was wir jetzt tun, ist dieses Manöver nehmen und am Moon ein paar tolle Sachen damit machen. Also ihr könnt erstmal mit den seitlichen Radialeinstellungen, kann man ein bisschen arbeiten, dabei seht ihr, passiert aber noch nicht so viel. Und ihr könnt mit Gas geben und Bremsen arbeiten, da seht ihr, passiert schon eine ganze Menge mehr. Und womit wir auch noch arbeiten wollen, ist jetzt mit der Inklination. So, da passieren jetzt ganz viele Berechnungen, deshalb ruckelt das gerade so ein bisschen wild vor sich hin. Was ich nämlich erreichen möchte, ist ein Orbit, bei dem wir über den Pol drüber fliegen. So, ich möchte, dass wir so reinkommen, dass wir über den Pol fliegen. Und dass wir auch unter die, ich meine, es sind 30 Kilometer kommen, damit wir niedrig über dem Moon sind. Denn, was ist mein Plan? Ich möchte dann natürlich hier in den Orbit bremsen. Und jetzt passiert eine ganz lustige Sache. Das funktioniert übrigens auch auf der Erde und das ist ein Grund, oder auf Kerbin, warum zum Beispiel Erdbeobachtungssatelliten oft in polare Umlaufbahnen geschossen werden. Der Himmelskörper dreht sich natürlich weiter. Der Moon ist natürlich, so wie der Mond auch, gezeitengebunden an die Erde, aber unser Orbit nicht. Das heißt, wir werden dann nach und nach über alle Flächen des Moons drüber kommen und können all die Biome abgrasen. Und das sind ein paar auf dem Moon. All diese Krater und so weiter sind eigene Biome. Und können uns von dort EVAs sammeln. Das gibt einen Haufen Wissenschaftspunkte. Das heißt, deshalb ist das hier eine riesen Wissenschaftsmission. Und deshalb dieses Kurskorrekturmanöver, weil wir jetzt mit nicht mal 50 Delta V einfach dafür sorgen können, dass wir richtig schön über den Moonpol drüber hinwegfliegen und dort einen Haufen Wissenschaftspunkte abgreifen. So, jetzt kommt erstmal natürlich der Zeitraffer hin zu unserem Manöver. Das kann man übrigens auch folgendermaßen machen. Ihr könnt einfach auf dem Kurs, wo es weitergeht, hinten sagen, zum nächsten Manöver vorspulen. Dann springt er ungefähr eine Minute vor das Manöver, damit ihr noch reagieren könnt. Und ihr habt nicht dieses manuelle Zeitraffern. Das ist manchmal ein bisschen buggy, dann springt er drüber. Also vielleicht vorher ein Quicksave machen. Das könnt ihr übrigens mit F5 tun. Nur so für alle, die mal ein bisschen Angst haben, ob ein Manöver funktioniert. Mit F5 könnt ihr jederzeit ein Quicksave anlegen. Ich gehe von Standardtastenbelegung aus. Und mit F9 könnt ihr den letzten Quicksave laden. So, wir sind ausgerichtet. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Ihr seht, das sind nur 2 Sekunden Zündung, um hier unser Manöver abzufackeln. Das wird also relativ einfach funktionieren und dann verschieben wir unseren Orbit von hier oder unseren Anflug, es ist ja noch kein Orbit, unseren Vorbeiflug hier rüber auf einen nicht ganz 30 Kilometer hohen Überflug über den Pol des Moons und dort werden wir uns dann in einen Orbit um den Moon einbremsen. So haben wir dann unsere Mission erledigt und können noch fröhlich beginnen, Wissenschaftspunkte einzusammeln. So, ich zünde das jetzt mal kurz. Und mit leichten Abweichungen sind wir jetzt bei 55 Kilometer. Das ist auch nicht so wild. Das können wir dann noch nachkorrigieren. Alles ist gut. Sehr schön. Okay, wir sind unterwegs in Richtung Moon. Und jetzt zeitraffern wir uns gleich mal zum nächsten Manöver. Denn unser nächstes Manöver wird dieses hier sein. Wir werden jetzt ein Manöver hinzufügen. Das wird uns ungefähr 300 maximal kosten, indem wir uns in den Moon-Orbit einbremsen. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie schnell ihr dran vorbeikachelt. Es ist in der Planung mit 310 eingetragen. Das ist schon relativ hoch gegriffen. Wie gesagt, ich werde jetzt hier mal gucken, dass wir so die 30 Kilometer Höhe anpeilen. Und dann bremsen wir auf der anderen Seite nochmal. Herzlichen Glückwunsch, niedriger Orbit. So, und dann können wir hier nämlich auch wieder sagen, zack, zum nächsten Manöver vorspulen. Es passiert ja jetzt nicht allzu viel. Wir können zugucken, wie Kerbin immer kleiner wird. Die High-Over-Kerbin-Sachen haben wir soweit schon gemacht. Zumindest mit den Sachen, für die das Sinn macht. Das Labor und den Mystery Goo wollen wir auf keinen Fall
hier abfeuern. Die können wir nämlich nur einmal einsetzen. Und das machen wir natürlich knapp über dem Mann. So, jetzt funktioniert es eigentlich genauso mit einem Orbit um den Moon wie um Kerbin. Ihr geht in rückläufig, nennt sich das Ganze, also retrograd. Ihr seht, da ist auch das Manöver. Und hart dem Moment, wo wir den Schub geben müssen. Das werden wir jetzt bei einem 13-Sekunden-Burn bei ungefähr T-5 zünden, damit wir das wieder schön gleichmäßig um unser Manöver rum verteilen, damit wir auch ungefähr diesen Orbit erhalten, den wir wollten. Diese Drehung ist immer das Zeichen, dass wir in den Orbit eingeschwenkt sind. Und ihr seht, wir kriegen jetzt auch schon die erledigte Mission gewertet. Also zumindest den Part mit dem Orbit haben wir erledigt. Was wir noch nicht erledigt haben, ist natürlich gesund und munter zurückzukehren. Wir brennen das jetzt ganz vorsichtig auf die 30 Kilometer runter. Wunderbar, check. So, das Erste, was wir jetzt mal machen können, um zu gucken, wie es eigentlich ist, ist mit dem Crew Report schon mal gucken, sind wir denn schon in der Nähe vom Mann? Ja, das sind wir. Das heißt, wir müssen eigentlich gar nichts mehr an diesem Orbit bauen, denn auch 50 Kilometer, das ist also unter 60 Kilometer, auch 55 Kilometer Höhe sind schon in der Nähe des Moon. Das heißt, wir können jetzt den hier schon mal speichern. Und wir können auch schon mal rausgehen und gucken, was haben wir denn hier für ein Biom? Das ist unser erster EVA-Bericht. Moons Binnenland. So, den können wir speichern und wieder an Bord gehen. Was wir jetzt auch machen können, das müssen wir zum Glück nicht so oft machen, das ist jetzt einmal die ganze Tirade durchfeuern. Das heißt, wir können unseren Schleim beobachten. Das ist nur in der Nähe vom Mann, das ist nicht biomspezifisch. Genau das Gleiche gilt auch für die Druckdaten. Auch hier nur Nähe vom Mann. Es gibt später noch mehr Experimente außer dem EVA-Bericht, die biomspezifisch sind. Die Temperatur produzieren wir auch mal, aber im Moment gibt es die halt noch nicht. Und wir machen natürlich auch noch diese Frachtraumbeobachtung. Und das gibt auch richtig Wissenschaftspunkte, 75 Stück. Das ist aber nicht der Knüller, sondern den Knüller, den wir aus dieser Mission mitbringen, sind unsere EVA-Reports. Habt ihr darauf geachtet, wie viel der Wert war? Wir können mal reingucken. 24 Punkte das Stück. Und davon kriegen wir noch ein paar. So, was wir jetzt machen, ist, wir steigen einmal gemütlich aus. Wir bleiben jetzt einfach in diesem Orbit und werden unsere Daten einmal einsammeln. Und dann werden wir in diesem Orbit nach und nach alle Biome abgrasen vom Moon, auf die wir so Bock haben. Es gibt auch da wieder Biom-Maps im KSP-Wiki. Ich kann gleich mal gucken, ob es im In-Game-Wiki drin ist. Die Biom-Map und ansonsten verlinke ich euch das, wenn ich sie gleich nicht finde, in der Videobeschreibung. Zack. Ich habe das Ingame-Wiki echt noch nie intensiv benutzt, aber heute ist mein Tag. Heute gucke ich da mal rein. Nur für euch. Da kann man dann auf den Biom-Maps sehen, was es eigentlich alles gibt und man kann da sehr gründlich sein. Also im Prinzip könnt ihr aus einem polaren Orbit, wenn ihr genug. Nee, Daten nehmen, Entschuldigung. Aus einem polaren Orbit, wenn ihr geduldig genug seid, alles einsammeln. Alles. Jedes einzelne Biom. Und bei Moon lohnt sich das sehr. Der hat sehr viele Biome durch die vielen Krater und so weiter. Oder ihr macht halt so lange, wie ihr Bock habt und bis ihr sagt, so, ach komm, ich habe jetzt irgendwie 10 EVA-Reports und den ganzen anderen Kram. Ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Ich mache jetzt hier einfach Stopp. So. Okay, jetzt gucken wir mal in die KSP hier rein. Das ist hier nämlich Orte, Himmelskörper. Kerbin, Moon, Moon. Oh, schade. Weltraumreisen, Einrichtung? Nee. Schade, hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass da mehr kommt. Okay, es ist also wirklich nicht so, als ob hier alles aufgelistet wird. Easter Eggs? Nee. Okay, alles klar. Das hätte ich jetzt gedacht, ist ein bisschen detaillierter. Das wundert mich etwas. Ich packe euch den Link zur Biom-Map rein. Generell gilt einfach immer mal probieren, wenn ihr euch nicht sicher seid. Also ihr könnt einfach rausgehen und sagen so, oh, Moons Binnenland, okay, den hatten wir schon mal. Ansonsten seht ihr auch auf der Karte vom Moon so Dinge wie diese großen Krater. Das sind eigentlich immer Biome. Die Pole, also dummerweise sind Nord- und Südpol ein Biom, also da bekommt ihr jetzt nichts Neues oder sowas, nichts Tolles. Normalerweise auch diese kleinen Krater, wir gehen mal kurz drüber, müssten eigentlich auch Biome sein in ihrer Ansammlung. Binnenkrater, seht ihr? Die Binnenkrater, natürlich.
So. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter unten. Wir müssten irgendwo auch noch diese typischen Hochland- und so weiter Geschichten haben. Die sind aus dem Orbit, finde ich, schwer zu erkennen, ohne, ohne eine Map dazu zu haben. So, ich nehme hier unten einfach nochmal ein. Mal gucken, wie es da so aussieht. Okay. Aber eine gute Trefferquote, was Moons Binnenland angeht. Wie gesagt, die Frage ist halt natürlich am Ende, was für ein Ziel setzt ihr euch? Hier sind nochmal Krater, das können wir nochmal probieren, was er dazu sagt. So, hier haben wir unser Hochland. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich packe jetzt mal das Ding hier rein, dass da gleich noch Hochlandkrater kommt, wenn wir über dem Krater sind. Ziemlich sicher. Moons Pol. Na gut, das ist schon der Pol. Auch okay. Experiment speichern. Hochlandkrater, sage ich doch. Also guck mal, wir haben jetzt gerade drei Biome schnell hintereinander reinbekommen. Das sind auch schon wieder 60, 68, 72 Wissenschaftspunkte, die einfach schnell hintereinander einmal durchgearbeitet sind. So. Und jetzt können wir mal gucken, was auf der anderen Seite kommt. Das könnte noch, hier sind wir zu weit weg. Und was jetzt passiert ist, ich hoffe, man kann es ein Stück weit erkennen. Das passiert sehr langsam, aber seht ihr es ein Stück weit? Ein bisschen sieht man es. Ein bisschen sieht man es, dass der Moon sich dreht. Wir machen das gleich mal mit einem größeren Zeitraffer, weil Zeit ist letzten Endes sehr relativ hier, weil die Kerbals verhungern ja nicht oder irgendwie sowas. Das Binnenland hatten wir schon. Das darf ich, zeige euch das jetzt mal, bis wir. Huch, ich sollte natürlich reingehen. Zack. Ich zeige euch das jetzt mal anhand dieser Krater. Seht ihr, wie jetzt der Moon sich unter uns durchdreht? Und so kommt es halt dazu, dass wir jetzt gleich. Das sind Zwillingskrater. Und die werden wir jetzt auch gleich nehmen. Das heißt, wir werden jetzt einmal rumfliegen. Und wenn wir gleich wieder an der Stelle vorbeikommen, müssten wir die eigentlich noch ganz gut in unserer EVA drin haben. Wahrscheinlich den oberen nicht mehr, aber den unteren. Und ich glaube, die gelten als ein Biom. Das heißt, wir werden jetzt gleich hier, wenn wir vorbeikommen, das neue Biom erkunden können, dadurch, dass eben der Moon sich unter uns in den Orbit reingedreht hat. Und, na, es ist Flachland. Okay. Na gut, dann ist es halt Flachland. Dann ist es halt Flachland. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich Krater sind. Wir nur noch nicht richtig drüber sind. Ich bleibe auch noch draußen. Binnenkrater. Binnenkrater hatten wir aber schon, ne? Wartet mal, das können wir probieren. Ich glaube, die können wir nicht speichern. Nee. Ja, okay, schade. Also das zählt zu den Binnenkratern. Hilft nichts. Okay, der war nichts Neues mehr. So, und so können wir jetzt eigentlich die gesamte Oberfläche des Moons abgrabbeln. Die ganzen großen Krater, die sich jetzt nach und nach reindrehen. Hier ist noch irgendwie was. Und können uns ganz, ganz gemütlich an die Sachen ranarbeiten. Der Punkt ist dabei, unter 50 Kilometer könnt ihr halt nicht schnell sein als das. Das heißt, was man jetzt machen kann, um relativ schnell zu arbeiten, ist hier auf der Apoapsis, die ja bei 55 Kilometer liegt und noch völlig okay ist, unsere Periapsis schon mal auf 55 Kilometer zurückheben, was nicht schadet. Wir haben auch immer noch 564 Delta V zur Verfügung, mit denen wir hier rumheizen. Und damit dann eigentlich dafür zu sorgen, dass wir ein bisschen schneller die Möglichkeit haben zu Zeitraffern. So, jetzt gucken wir mal, was hier so geht. Und jetzt seht ihr, jetzt passiert auch ein bisschen was mit der Drehung. Ah, da wartet hier. Ah, schaffen wir den noch? Schaffen wir den noch? Ich bin mir nicht sicher, ob wir den noch kriegen. Ja, den Polarkrater. Sehr schön. Nein. Das ist halt der Haken von zu schnell sein. Also, jetzt haben wir diesen Krater abgefrühstückt. Jetzt müssten wir hier über dieses Biom drüber kommen. Also, seht, jetzt geht halt zeitraffertechnisch doch schon einiges, wenn man auf über 50 Kilometer ist. Das müsste nämlich auch irgendwas Spezielles sein, diese Rille. Der Moon hat unglaublich viele Biome. Das ist das Schöne am Moon. Deshalb ist er so unglaublich lohnenswert für die Wissenschaftsausflüge. Und meiner Meinung nach ist die ideale Mission, um sich richtig auszutoben damit. Hier sind die Zwillingskrater. Okay, es war einfach nur die falsche Seite. Die ideale Mission, diese Orbit-Mission, weil ihr habt noch nichts anderes vor. Ihr habt einfach noch nichts anderes zu tun.
mit der ganzen Geschichte und könnt aus diesem Polarorbit euch einfach richtig, richtig austoben und Wissenschaftsdaten sammeln, bis ihr grün und blau wählt. Oder in unserem Falle eigentlich nur grün. So, und jetzt müssten wir im nächsten Orbit auch den hier noch kriegen. Und wir machen jetzt noch diesen Krater und dann bringe ich uns auf den Heimweg, damit diese Folge vom Tutorial nicht zu lang wird. Und wir gucken mal, ob wir mit dem Treibstoff noch den Weg zurückschaffen. So, guck mal, das reicht, glaube ich, genau, dass sich der Rand des Kraters unter unseren Kurs drunter dreht. Das müsste passen. Das müsste passen. Wir müssen jetzt kurz warten, dass wir drüber kommen tatsächlich. Das ist noch Binnenland, aber jeden Moment müssten wir drüber sein. Ah, jetzt so langsam, denke ich mal. Noch ist Binnenland. Come on, come on. Zweifelsfall müssen wir uns noch mal eine Runde drehen. Uns Flachland hatten wir auch schon. Hatten wir Flachland? Ja, wir hatten Flachland schon. Komm, gib mir den Krater. Abgefahren, warum gibt es mir den Krater nicht? Komm schon, eigentlich ist da drüber. Aber ich glaube, er wertet im Moment noch den Rand oder sowas. Aber den haben wir schon, ne? Oh nein, wir sind abgefallen. Moon-Rückkrater, sehr schön. So, jetzt sind wir abgefallen, das ist aber nicht wild. Da macht ihr einfach, wenn das passiert, macht ihr RCS an. Und das ist genauso, wie wenn ihr rüberfliegt, einfach hier hinkrabbeln und an Bord gehen. So. Okay, wir sind wieder in unserer Rakete. Jetzt müssen wir gucken, dass wir mit dem Zeug, was wir haben, nach Hause kommen. Der Trick ist dabei, wenn man Treibstoff sparen zurück will, und das müssen wir, weil wir nicht mehr so viel haben, ist gegen die Umlaufbahn des Moons. Da, wo die Linie schwach ist, da fliegt er als nächstes hin. Das heißt, der Moon dreht so. Das heißt, wir starten so nach Hause. Dann bremsen wir uns nämlich schon mal Richtung Kerbin ein. Jetzt gucken wir mal, ob wir es noch schaffen, mit unserem bisschen Pupsi-Treibstoff bis nach Kerbin zu kommen. Also, das Erste, was wir nämlich machen müssen, ist mal in die Richtung hier. Und da seht ihr, haben wir dann schon eine Periapsis von 4 Millionen. Und dann müssen wir hier nochmal bremsen, um runterzukommen. Mal gucken, ob das reicht insgesamt oder ob wir uns schon vertan haben mit meinem ganzen Gefummel hier. Also, wir müssen auf so ungefähr 25 Kilometer kommen. So, und damit wir das schaffen, sind das zusammengerechnet. Wir können den Trommelwirbel gleich anschmeißen, wenn ich mich hier fertig gespielt habe. Sind das hier nochmal 244, hier sind es 178, sind zusammen, ich runde mal grob nicht ganz, 350 sind es nicht mal. Und wir haben noch 552, ist also alles völlig in Ordnung, alles völlig in Ordnung. So, also wichtig ist dabei, wie gesagt, gegen die Flugrichtung des Moons starten und an der Apoapsis bremsen. Das sind eigentlich so die zwei großen Geheimnisse. Und das sind eigentlich keine Geheimnisse, sondern es macht einfach Sinn, so zu arbeiten, um treibstoffeffizient zu fliegen. Das kann man alles noch ein bisschen feiner hinbekommen, aber so kommt ihr auf jeden Fall relativ gut zurück. Wenn euer Orbit sich gerade nicht so alignt, dann wartet ihr einfach eine Weile, weil ihr habt keinen zeitlichen Druck. Dann haut den Zeitraffer an. Und fertig ist. Denn ihr könnt das aussitzen, eure Kerbals verhungern nicht oder so. Und solange ihr den SRS aushabt und keine komischen Sachen macht, verbraucht ihr auch keinen elektrischen Strom in größeren Mengen. So, wir zeitraffern uns hier ran. Und dann werden wir gleich unseren kurzen Escape Burn machen, der bei minus 3 Sekunden zündet. Hui, los geht's. 8 Sekunden Brennzeit einmal, um erstmal die Einflusssphäre des Moons wieder zu verlassen. Zack. Und jetzt haben wir hier ein bisschen unseren Orbit verpankt, aber das ist nicht ganz so wild. Was wir jetzt nochmal gucken können, weil wir einfach noch ein bisschen mehr Reserve haben. Wir haben noch 372 Delta V. Wir werden hier an dieser Stelle, das seht ihr dann hier auf dem Orbit, wenn ihr drüber geht mit der Maus hier, werdet ihr den Moon Orbit verlassen. Und dann kann man hier mal Manöver planen und gucken, ob wir mit 372 Delta V es schaffen, auf 25 Kilometer Höhe zu kommen. Das sollte eigentlich passen. Ich greife schon mal vor.
Und so können wir das Ganze ein bisschen abkürzen. Wenn ihr mal sehr knapp unterwegs seid, könnt ihr einfach bis zur Apoapsis fliegen, da ist es effizienter zu bremsen. Hier ist es nicht ganz so effizient, aber in unserem Falle seht ihr das, guck mal, das reicht locker. Haben wir sogar noch 100 Delta V Reserve. Und dann können wir wieder schön in die Körperatmosphäre zurückstürzen. Das heißt, wir haben unser Manöver fertig und verlassen jetzt den Moon. Also ihr seht, zack, wir fliegen immer höher und es geht zurück in Richtung Kerbin. Wichtig ist nochmal, denkt dran, wenn ihr es noch nicht getan habt, die ganzen Experimente einzusammeln, die Daten und zurückzunehmen in euer Raumfahrzeug. Weil wenn ihr die nicht mitnehmt, dann werden die natürlich verglühen, denn diesen Teil der Rakete retten wir nicht. Wir retten lediglich unsere Kapsel mit dem Kerbonauten drin. So, sobald ihr das habt, könnt ihr hier auch wieder, auch hier funktioniert natürlich wieder der ganze Klassiker zum nächsten Manöver vorspulen. Das funktioniert auch hier ganz einwandfrei. Und eine Minute vorher kommt ihr da wieder aus dem Warp raus. Hier ist es jetzt ein bisschen mehr als die 10 Sekunden, die Minute. Jetzt machen wir einen Satz draus. Die Minute ist ein bisschen länger als die 10 Sekunden, 11 Sekunden Burn-Time. Das heißt, ihr müsst noch einen kurzen Moment warten. Und dann zündet ihr einfach wie gehabt euer Manöver und guckt euch in der Karte an, wie exakt es wird. Das Ganze könnt ihr wieder so bei minus 4 bis minus 5 Sekunden machen, damit ihr euch einfach daran gewöhnt, das weiterhin um den Punkt rum zu verteilen. Und dann haben wir unsere erste Rückkehr aus einem Moon-Orbit. Und das wird uns auch wissenschaftsmäßig sehr, sehr gut auf das vorbereiten, was da als nächstes kommen wird. Denn wir brauchen ja die Wissenschaftsdaten jetzt auch, damit wir noch gewisse Technologien freischalten können. Das wird nämlich ein bisschen spannend. So, 25 Kilometer Höhe. Und damit sind wir auf dem Weg nach Hause. Denn alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist tatsächlich aussitzen und warten, dass wir in die Atmosphäre wieder reinfallen. Passt mit dem Zeitraffer ein bisschen auf. Wenn ihr zu schnell kommt, ditcht ihr durch die Atmosphäre durch und dann dreht ihr noch eine Runde. Deshalb auf jeden Fall schön langsam an die Geschichte ran und nachher auch dran denken, ihr werdet immer schneller, je näher ihr an Körben kommt. Also auch dran denken, dass ihr auf jeden Fall den Zeitraffer dann rausnehmt. Und meine persönliche Empfehlung ist, spätestens so bei 150 Kilometern Höhe langsam mal in den Retrograde zu gehen und euch von eurem restlichen Zeug hier zu trennen. Guckt unbedingt nochmal nach, ob da irgendwie Wissenschaftsdaten noch drin sind und dass die auf jeden Fall hier oben drin sind. Also wir haben jetzt 30 Experimente, 13 Experimente mit dabei. Und dann heißt es ciao, ciao und tschüss. Und ich werde jetzt einfach mal aus Optikgründen ein wenig Hintergrundbeleuchtung reinbringen, damit wir nicht ganz im Dunkeln sind und ihr den Wiedereintritt auch ein Stück weit mitbekommt. Da verschwindet unsere Rakete. Und ihr kennt das Spiel ja eigentlich schon. Wir haben bei Moon Flyby genau das gleiche Prinzip angewendet. Das heißt, wir gehen aus einer relativ hohen Apoapsis sehr schnell auf 25 Kilometer Höhe in die Atmosphäre rein. Das ist einfach eine sehr gute Zahl, um aus Moon- oder Minmus-Flughöhe eine gute Bremsung zu erhalten, die euch direkt zurückzieht in die Landung. Und der wichtige Part ist einfach wieder nur, achtet darauf, retrograd zu sein beim Wiedereintreten. Dann kann das SRS auch aus. Den Rest stabilisiert die Kapsel und wartet, dass ihr das überstanden habt, die ganze Geschichte sich abbremst, euer Fallschirm irgendwann dann auch mal grau wird und dann könnt ihr den auslösen und eine ganz normale Landung hinlegen, so wie ihr das kennt. Genau, ich zeitraffer das jetzt mal ein bisschen, weil insgesamt haben wir das, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gemacht mit der Landung. Da kommt gerade nichts spektakulär Neues dazu, nichts, was ihr schon kennen würdet. Und deshalb können wir uns da ein bisschen Zeit sparen. So. Das Ganze bremst dann wieder fröhlich und wir setzen schön langsam, wie wir es kennen, mit unserer Kapsel auf den Boden auf. Und dann können wir die Wissenschaftspunkte reinholen. Und das war dann auch schon unser Moon Orbit. Und wir werden mit den Wissenschaftsdaten, die wir jetzt gesammelt haben, hoffentlich einen großen technologischen Sprung machen können Richtung unsere erste bemannte Mondlandung. Aber da ist natürlich noch die große Frage, ob das schon unsere nächste Mission ist.
oder ob wir mit den Geschichten vorher noch was anderes anfangen müssen. Wir haben insgesamt 412 Wissenschaftspunkte verdient. Mit dem, was noch über die Mission reinkam, sind es 516. Das spielt natürlich auch mit rein, dass wir einen gewissen Bonus durch Reputationsabgabe bekommen. Wir haben ein bisschen was recovered und der liebe Jebediah hat auch einen Erfahrungspunkt erhalten. Der hat nämlich Moon Orbit geflogen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt 516 Punkte, die wir ausgeben können. Die werden wir in der nächsten Folge weise investieren, nachdem wir uns angeguckt haben, was die nächste Mission ist. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken. Mein Name ist Robert und tschüss.